Es ist Black Friday, ich flippe aus und DM hat wieder ganz tolle Beautyboxen im Angebot gehabt. Hallo ihr Lieben, ich flippe aus, es ist Black Friday, juhu, wir waren heute Morgen bei DM und haben uns die 5... So eine Aktion gab es ja schon mal. Ich weiß gar nicht, war damals dabei, war das Snookyful? Irgendwie so, also auch bekannte YouTuber, die sich eben dann denken, ja, ich mach mal eine... Leck mit euch, klappt nicht. Hallo ihr Lieben, juhu, es ist Black Friday, das heißt es gibt wieder 5 verdammte Blödmannsboxen, ey. Hallo ihr Lieben, Halleluja, es ist Black Friday. Wir waren heute Morgen beim DM und haben uns die 5 Beautyboxen von den 5 YouTuberinnen gesichert, weil wir die gerne an euch verlosen möchten. Die sind wahrscheinlich wieder relativ schnell ausverkauft, wir haben es jetzt Nachmittagabend. Es könnte sein, dass die bei DM jetzt schon vergriffen sind, zumindest wenn ich an die Aktion von letztem Jahr denke. Deswegen, hier sind 5 Stück. Wie ihr mitmachen könnt bei der Verlosung, erfahrt ihr ganz am Ende des Videos, aber ich schreibe es euch auch nochmal über, ist das über? Genau, über die Kommentare, damit ihr genau wisst, wie die Teilnahmebedingungen sind und so weiter. Aber jetzt kommen wir erstmal zum ganz spannenden Teil, wir fangen mit dem Auspacken an. Ich schiebe einmal die zur Seite, wir starten jetzt einfach mal mit der, welche ist es? Kind of Rosies, kenne ich jetzt nicht oder kannte ich bisher noch nicht, aber ja, ich meine, vielleicht habe ich ja was verpasst und weiß es noch gar nicht. Machen das einmal auf. So. Es wird spannend. Oh, guck mal. Oh, das ist aber süß gemacht. Ich meine, Black Friday, alles in schwarz. Aber ja, schauen wir mal. Es sieht schon mal sehr vielversprechend. Das war es letztes Mal auch mit diesen Grußkarten, ne? So von wegen, hallo hübsche, bla 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 bla. Okay, wir gucken uns jetzt die Produkte mal an. Die Karte lege ich euch dazu, die könnt ihr dann auch in Ruhe lesen. So, was haben wir denn? Mit was starten wir? Also es ist alles schön sicher verpackt hier mit diesen Styropor-Pöppeln quasi. Es geht los mit einem Rasierer. Protect and Shave. Rasierer mit Wechselklingen. Aha. Eine sanfte Rasur für unglatte Haut. Ja, kann man mal... Die habe ich jetzt... Sind die relativ neu? Ich kannte die jetzt noch gar nicht von Nivea. Aber es sind nicht so welche wie von... Gillette, meine ich, sind das genau, wo das Rasiergel quasi schon an den Klingen dranhängt. Aber ich sehe gerade, die kann man total schön bewegen. Die haben so einen Kopf und der passt sich dann quasi der Haut an. Das wäre ja mal cool, wenn es einen Rasierer gäbe, mit dem ich selbst ich mich nicht schneiden würde, weil ich schaffe es eigentlich mit jedem Rasierer, mich irgendwie halb zu massakrieren. Ja, gut, also. Einmal ist der Rasierer drin. Ach, guck mal, ein Lippenstift. Nee, ein Lipgloss ist das. Highshine Lipgloss. Das ist fast dieselbe Farbe, die ich gerade drauf habe, merke ich gerade. Von Trend It Up. Okay. Geht so ein bisschen... Nee, ist auf keinen Fall nude eigentlich. Ist eher so ein bisschen dunkel-nude. Ja, dürfte aber eigentlich zu allen Hauttypen und allen Haarfarben passen. Dann ein Schönheitsgeheimnis. Feuchtigkeit spendendes Shampoo. Für trockenes Haar. Mal einmal dran riechen. Ach, Kokoswasser. Oh, das riecht auch extrem gut. Das riecht ein bisschen wie dieses Bodyspray. Das blaue Bodyspray von Balea, dieses Wasserspray. So riecht das. Für trockenes Haar. Ohne Silikone. Super. So, dann, ups. Ein Blistex Lippenbalsam. Habe ich noch nie selbst benutzt. Fällt mir gerade mal auf. Obwohl, Blistex ist eigentlich eine relativ bekannte Marke. Hilft bei spröden Lippen, bla bla bla. Aber ich habe es noch nie selbst benutzt. Ich bin eher so der Labello-Freak. Ja, aber sieht doch eigentlich egal. Vor allem ist es neutral. Das heißt, man kann das drauf machen. Bisschen einziehen lassen und dann den hier verwenden. Da hat sich jemand was bei gedacht, wa? So. Und das letzte Paket. Multimasking 3 in 1. Reinigend, porenverfeinend, regenerierend. Ach, das ist einmal für die Wange, einmal für die T-Zone und für die Augen. Ach, das ist das Rosa hier. Das ist ja witzig. Das sieht ja aus wie bei einer Kriegsbemalung. Okay. Und die Uschi hier hat es auch noch auf den Hals gemacht. Ja. Schön. Das war der Inhalt der ersten Box. Ich würde sagen, geht so, ne? Also, weiß ich nicht. Also der Rasierer, der ist schon ganz cool. Ich glaube, der sorgt auch dafür, dass der Preis der Box relativ in die Höhe getrieben wird. Also der eigentliche Preis der Box. Ja, aber ansonsten, ja, ist nett. Ne? Wir machen mal weiter. Wir verlosen ja, wie gesagt, nicht nur eine Box, sondern wir verlosen alle 5. Die mache ich euch wieder ordentlich zu, damit die dann quasi auf Reisen gehen kann, an denen der sie gewinnt. So, was haben wir jetzt?
Maren. Maren kannte ich auch noch nicht bis heute. Ja. Was aber nicht heißen muss, dass es sich nicht lohnt, mal in die Box reinzuschauen. Tada! Wieder eine schicke Grußkarte von Maren. Wahrscheinlich auch wieder, nee, nicht hallo Hübsche, hier steht hey du. Okay. Gut. Oh, 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 mit was fangen wir an? Nivea. Sensual Pflegelotion. Riecht angeblich nach Kirschblüte. Hups. Ja. Moment. Okay, ihr habt jetzt 0,1 Milliliter weniger darin, aber der Vorteil ist ja daran, ich kann das mal testen, wie es denn riecht. Oh ja, das ist eine Mischung aus Kirschblüte und wirklich diesem klassischen Nivea-Geruch. Riecht gut. Ja, 0,1 Milliliter dürften es gewesen sein. Es tut mir leid. So, dann machen wir mal weiter. Garnier Fructis. Das ist ein... Das blubbert gerade so vor sich hoch. Das ist ein Repair-Shampoo. Fructis habe ich relativ viel zu Hause. Auch die Spülung immer. Das ist eigentlich ganz... Ach, das ist auch so extra, dieses Oil Repair. Schaut mal, das blubbert so hoch. Das mag ich auch sehr gerne. Und das ist jetzt noch mit Avocado. Avocado, genau. Es ist mit Avocado. Avocado. Und Chia und Oliven und so weiter. Also Olivenöl. Das mag ich sehr gerne. Oh ja, es wurde gehypt wie blöde. Die Black Hat Peel-Off-Maske. Das ist doch... Ist das nicht das, was genau... Das macht man sich auch auf die T-Zone, beziehungsweise aufs ganze Gesicht, je nachdem, wo man es denn braucht. Und dann kann man sich die Mitesser quasi hier rausziehen. Aber es ist hoffentlich nicht diese ganz perverse Maske, wo die Leute dann immer schreien und denken, sie häckseln sich noch die Haut mit ab. Ich hoffe es nicht. Das glaube ich nicht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schonender. Genau, also eine Black Hat Peel-Off-Maske. Ich hoffe das jetzt wirklich nicht. Um Gottes Willen, nachher hast du das Ding auf dem Gesicht. Nee. Verwöhnendes Creme-Öl-Peeling mit Kamelie. Also nicht mit Kamille, sondern mit Kamelie und Argan. Mhm. Aber was mache ich denn damit? Es ist wirklich... Es ist von Kneipp. Es ist aber kein Badezusatz. Es ist wirklich ein Peeling. Mhm. Und es ist vegan ohne Tierversuche. So. Zack. Bleibst du stehen? Du bleibst stehen. Und der letzte Artikel. Die Teile wollte ich schon immer mal ausprobieren. Diese Plastikröhrchen, aber ich dachte immer, das ist... Weiß ich nicht. Kann das was? Beauty-Konzentrat, Perfect Skin, ideal nach der Tagespflege. Okay, mit Soforteffekt. Reduziert Fältchen. Das ist es wert, dass man es auf jeden Fall mal ausprobiert, würde ich sagen. Mit Hyaluronsäure und so weiter. Aber Soforteffekt? Von Schäbens. Wobei Schäbens ist ja eigentlich eine gute Marke, ne? Ja. Ist auch ein Paket drin. Also das waren jetzt die 5 Produkte von, wie hieß sie? Maren. Kommen auch wieder hier rein. Und natürlich die lieben Grüße nicht zu vergessen. Geht das jetzt wieder zu? Müsste doch, oder? Genau. Einmal die. Dann die nächste Box ist Nihan. Nihan kenne ich. Haha, Nihan habe ich schon öfter gesehen und ich mache auch ihre Videos relativ gerne. So. So sieht Nihans Box aus. Hey, was? Hey, Bay. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich 10 Jahre zu jung für mich. Hey, Bay. Hey, Alter. Naja, gut. Das kommt von Nihan. Oh, da ist was zu essen drin. Nihan mag ich. Und zwar ein Kokos-Ananas-Fruchtschnitte. Die sind ja ganz lecker. Das ist ja, die hatten ja immer so ein bisschen den Ruf, dass die eigentlich für kleine Kinder sind. Ne? So für zwischendurch mal zu mummeln im Kinderwagen oder so. Aber ich finde die total lecker, so diese DM-Riegel. Ja, der ist drin. Och, das ist auch schön, das kenne ich auch. Das ist Haarparfüm. Also das macht man sich wirklich auf die Haare und es riecht so, ja, ich glaube, die Versprechung waren 7 bis 8 Stunden oder so. Nee, bei dem jetzt nicht. Aber es, also an meinen Haaren riecht es ungefähr 2 Stunden. Und es riecht sehr gut. Also das habe ich mir auch immer wieder nachgekauft. Das ist wirklich so eins von den Dingern, was ich wirklich immer wieder nachkaufe. Ja. Bis jetzt ist die Box mein Favorit. Guck mal hier. Ha, jetzt ist von John und Len. Das ist ein veganes Unternehmen oder eine vegane Marke. Die machen relativ viel mit Duschgels, Seifen, Shampoos haben die auch. Es riecht eigentlich alles gleich. Aber es steht immer drauf, ohne Gedöns. Also es ist wohl wirklich sehr, sehr viel mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und diesmal ist es eine Bodylotion. Dass es eine Bodylotion gibt, wusste ich jetzt noch gar nicht. Und die ist Vanilla Chai. So ein bisschen weihnachtlich, winterlich wohl. Ja, schön. Freut mich. Wieder was gelernt. Oh.
So, was ist das? Sieht mir nach Mascara aus. Genau, Push-Up-Drummer Mascara von Maybelline. Oh, ist aber auch eine gute Marke. Ich glaube, das ist wirklich schon bisher auf jeden Fall meine Favoritenbox. Ja, es ist meine Favoritenbox. Hier ist ein Handschaum drin. Cake Pop. Sanfte Pflegecreme für zarte Hände. Wollte ich schon immer mal ausprobieren, habe ich aber komischerweise noch nie ausprobiert. Weil ich glaube, relativ viele Unternehmen machen jetzt wirklich der Gewinn mit, dass alle auf diese Schaumdinger so versessen sind. Ne? Es gibt ja diesen Duschschaum, es gibt jetzt Duschbodylotion und jetzt eben, nee, nicht Duschbodylotion, Quatsch, Schaumbodylotion wollte ich sagen. Und jetzt ist eben diese Handschaumlotion-Creme, was auch immer. Aber doch, das ist wirklich jetzt mein Favorit. Muss ich sagen. Nihan, das war schön. Auch wenn da Hey Bay steht und ich mich irgendwie gerade wie 60 fühle. Naja, gut. Nihan ist meine Favoritenbox bis jetzt. Aber es kommen ja noch zwei. So, was haben wir jetzt? Xleta, kenne ich auch. Xleta, was heißt, kenne ich auch. Also ich habe mir schon öfter Videos von ihr angeschaut. Was ich eigentlich ganz sympathisch finde. Und ich sehe auch schon wieder ein Produkt, was ich liebe. Es wird immer besser. Was gibt es denn dann in der letzten drin? Xleta sagt Hallo. Gut, neutral. Genau, das ist das Micellenreinigungswasser All-in-One. Das kann ich euch sehr empfehlen, weil ich das, ich glaube, schon 5-mal nachgekauft habe oder so. Es ist nicht so ölig, wie es aussieht. Hier schwimmt ja immer so oben dieses Öl. Aber sobald man es schüttelt, dann, keine Angst, es geht auch wieder in die Ursprungsposition zurück gleich. Aber dann verteilt sich das schön und ich benutze das immer abends zum Abschminken und morgens auch nochmal zum Gesicht reinigen. Das ist wirklich... Doch, das ist wirklich schön. Das ist diese Riesenpackung. Die gibt es wohl auch in der Reisegröße, meine ich. 100 Milliliter oder so. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, die Invisibobbles. Yeah. Sind 3 Stück drin. Das sind diese... Ja, okay, die kennt ihr wahrscheinlich. Diese Haargummis, die halt ja keinen Knick ins Haar machen. Wenn du die abends die Haare gewaschen hast und machst den Haargummi, dann hast du ja meistens am nächsten Morgen so einen kleinen Balkon drin. Hast du mit denen ja nicht mehr. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, wo meine verdammten Haargummis immer hin verschwinden. Ich habe so viele. Ich habe diese 15 oder bis 20 Stück Pakete, die wirklich, ich glaube, ich brauche 2 Wochen. Dann ist es ungefähr auf die Hälfte reduziert und nochmal 2 Wochen, dann sind wieder gar keine mehr da. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt die wiederfinden würde, aber vielleicht seid ihr ja da ein bisschen ordentlicher als ich. Vorhin habe ich was von Nude gesagt, das geht jetzt wirklich in die Nude-Ecke. Das ist, Sally Hansen. Sally Hansen ist auch ziemlich teuer, ne? Zusammen mit Essie, so sind das doch so diese Nobelmarken beim DM zumindest. Ja, und das ist eine schöne Farbe. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Farben bei allen Boxen gleich sind. Also wenn ich mir jetzt nochmal eine Box kaufen würde von Xleta, ob ich dann auch diesen Ton hätte oder ob ich einen anderen Ton vielleicht hätte. Ich glaube, die sind gleich. Naja, die sind gleich. Falls das ist so ein schöner neutraler Ton. Dann geht das weiter mit einem... Hatte ich nicht davon irgendwie Seidenmus, Duschschaum und so? Ist das ein... Das Seidenmus müsste auch ein Duschschaum sein dann, ne? Genau. Ja, ist jedenfalls mit Himbeergeruch. Das ist bestimmt auch relativ lecker. Und Nivea ist ja sowieso eigentlich, also beim Duschen, kannst du eigentlich nichts falsch machen. So, und als letztes haben wir hier noch eine bio-vegane, ja, Tuchmaske ist das. Also das ist diese Masken, die man sich eben wirklich aufs Gesicht legt und die dann auch mehr oder weniger gut halten. Ich finde die relativ gut, weil ich kenne die auch schon. Ich hatte die schon mal und ja, ich habe in Erinnerung, die hat relativ angenehm gerochen. Ja. Genau, das war jetzt... Die Box von, jetzt muss ich doch noch mal gucken, von Xleta. Ja, man kann ja auch mal durcheinander kommen, ne, bei den ganzen Boxen hier. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. So, machen wir die einmal wieder zu. Klemmen uns den Finger dabei noch. So, und dann kommt auch schon die letzte. Die letzte Box, und zwar von Mrs. Bellas. Mrs. Bellas kannte ich bis heute auch noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Was sagt Mrs. Bella zu uns? Schön, dass du dich für meine selbst zusammengestellte Box entschieden hast. Kein Problem, Miss Bella. Oder Mrs. Bella. Die hatte ich auch schon. Mir fällt gerade ein, dass ich verdammt viele Sachen von DM schon gekauft habe in der Vergangenheit. Das ist erschreckend eigentlich, oh mein Gott. Beauty Effect Augengel-Pads. Die klebt man sich hier unten schön auf die Augenringe, die man entweder hat oder nicht. Ich habe sie vor allem morgens. Deswegen, ich finde das Produkt wirklich gut. Und es kühlt auch angenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur denkt, ja, jetzt habe ich die Dinger auf den Augen und ja, was passiert denn jetzt? Es kühlt auch wirklich angenehm. Das ist schön. Das ist eine Alternative zur Gurkenscheibe. So, das habe ich auch schon gekauft. Das ist das Kokosöl nativ. Mit Kokosöl kann man ja
seit einem halben Jahr hat man ja irgendwie das Gefühl, mit Kokosöl wird alles gemacht. Also Kokosöl kann man sich wohl in die Haare schmieren, Kokosöl kann man essen, Kokosöl kann man ja zum Braten, ne, asiatische Gerichte und so weiter nutzen. Ich nehme manchmal einen Löffel, also so einen Esslöffel Kokosöl und tue das in meine Badewanne. Dann schmilzt das so schön vor sich hin, das Badewasser wird ein bisschen fluffig und die Haut wird gepflegt. Also ich hoffe, dass sie gepflegt wird. Ja, ich habe übrigens halt noch keine bleibenden Schäden davon getragen, deswegen denke ich mal, dass das jetzt nicht ganz so schlecht sein kann. So, dann müssen wir wieder... Das ist ja fast dieselbe Farbe, die eben in der Exlitterbox war. Aber es ist von Trended Up. Trended Up, finde ich, wird so nagellacktechnisch echt ein bisschen unterschätzt, weil das Schöne ist bei denen immer der Auftrag. Das ist ja so ein breiterer Pinsel und manchmal muss man wirklich nur einmal drüber gehen und dann sitzt das. Schön, also auch wieder eine neutrale Farbe. Vielleicht ist es auch jetzt Trend und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Dass jetzt eher diese Nude-Töne wieder in sind. Oh, guck mal, von Catrice. Light and Shadow Contouring Blush. Oh, die sind aber schöne Farben auch. Das ist so ein bisschen hellrosa. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht von der Entfernung. Da ist ein bisschen Glitzer mit drin. Und das ist so hier dieses, ja, schon ein bisschen intensivere Rosa. Jo. Ich habe im Sommer lustigerweise eigentlich immer diese Bronzer eher. Also die wirklich, die, wo ich mir hier auf die Wangen mache. Aber das ist schon eher so. Also ich finde, das passt eher zu Winter, Frühling. Und dann sind wir ja genau richtig in der Jahreszeit. Ne? So, und das letzte Produkt. Oh mein Gott. Ach, eine Maske wieder. Guck mal da. Von Luvos, Naturkosmetik mit Heilerde. Eine Clean Mask. Clean Mask? Ja, reinigende Maske wahrscheinlich. Das fliegt mir entgegen. Mit Edelsalbeiextrakt und naturreiner Heilerde. Bestätigte Wirksamkeit. Dann wollen wir es doch hoffen, wa? Ja, also das sind wir quasi für den Winter jetzt wirklich gut ausgestattet. Ich meine, dadurch, dass der Black Friday ja naturgemäß auf einen Sonntag, dass der Black Friday auf einen Sonntag fallen muss. Nee, dass der Black Friday auf einen Freitag im Herbst, Winter fallen muss, sind die Produkte auch ein bisschen angepasst. Und ja, ich finde, die haben das wirklich alle sehr gut hingekriegt. Also mein Favorit ist halt jetzt wirklich die Box von der Nihan, weil was zu essen drin war und weil da auch relativ viele Produkte drin waren, wo ich sage, die kenne ich und da weiß ich, dass ich die sowieso ohnehin immer wieder nachgekauft hätte. Aber die anderen Boxen waren jetzt auch nicht schlecht. Also es war wirklich in jeder was dabei, wo ich sage, ja, doch, es hat mich überzeugt und ich hoffe euch auch, weil, wie gesagt, jetzt wird es sehr spannend. Wir verlosen ja die Boxen. Also wir verlosen nicht eine Box an einen und so weiter. Nein, wir verlosen alle 5 Boxen an einen von euch. Also das heißt, irgendjemand, der gewinnt, bekommt ein riesengroßes Paket und darf sich dann quasi gut versorgt durch den Winter schminken, pflegen und was auch immer. Was ihr machen müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, das schreibe ich euch, wie gesagt, alles nochmal über die Kommentare, damit ihr schon mal schauen könnt. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte wieder sehr viel Spaß mit euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes, als euch noch schöne Tage zu wünschen und viel Glück bei der Verlosung. Bis dann. Ciao.